Man braucht Fangwurst mitnehmen, um die Schweine abzuwehren. Ich bin wieder draußen. Ich habe irgendwie so leichte Wahnvorstellungen, wenn ich in meinen Block runterfalle, den ich nicht beabsichtigt runterfalle. So, kurze Frage. Damage Sword. Gibt es Sharpness, Looting, Fire Aspect, Unbreaking, Knockback, Sweeping Edge? Gibt's da noch was? Mending. Ja, Mending. Abgesehen von Mending. Du musst aber auch aufpassen, du kannst nicht alle Verzauberungen draufschmeißen. Wenn du Sharpness drauf machst, kannst du zum Beispiel kein... Nee, die ich vorgelesen habe, habe ich auf meinem Schwert. Ach so. Ich weiß, dass ich nicht alle drauf tun kann. Ja, da hat er ja schon fast ein OP-Schwert. Ich bin tot und verliere mein Zeug. Wie? Blaues Holz! Ja! Mein Leben ist gerade. Ich habe kein Inventarplatz! Ich bin nicht tot. Doch, ich sterbe gerade. Ich schwimme gerade in Lava. Wieso? Wow. Weil ich Stift gedrückt habe. Oh, und dann auf Netoite wahrscheinlich und dann zack! Nee, auf Sand. Ach, Sand gibt's gar nicht im Meta. Doch, ich hab's mitgenommen, um mich runterzubauen. Ach so. Komplette Dia-Rüstung weg. Nein, ich hab genug Dias. Ich hab einen Dia nur noch. Dann nimm dir doch bei mir ein paar raus. Nee. Ja, das mir auch weg. Nee, du tradest dir einfach die Dia-Rüstung da, die ist ja einigermaßen verzaubert. Kannst du dir das mal dafür geben? Ach, das weiß ich schon, oh Gott. Welche? Hä? Wo? Ja, jetzt kannst du es mir erzählen, Darko. Wo kann ich denn Dia-Rüstungen einkaufen? Von dem Village. Wo steht der? Im Dorf. Koordinaten vom Dorf, laut. Suchen. Wissen wir nicht, nehmen die Minecraft-Strecke, die schon fertig gebaut ist. Wir haben beim Erkunden, wo wir zu dritt erkunden waren, ganz in der Nähe ein Dorf gefunden und die Richtung dazu passt zum Minenschacht. Das heißt, du kannst dich mit Minecart vom Minenschacht aus bis zum Dorf fahren lassen. Ah, okay. Und da bin ich momentan auch immer wieder drüben, um die Villager aufzutraden und sowas zu machen. Ja, wir wollten dich ein bisschen ärgern und dir das noch nicht gleich sofort sagen. Danke. Ja, wir hätten dir schon gesagt. Das merke ich mir, Ike. Okay, jetzt kommt der halbe Darko bei Justin durch. Ihr hattet eindeutig zu viel Kontakt. Der Darko heult nämlich auch immer so stark rum. Hey. Siehst du, da geht's schon los. Ja. Oh fuck, ey, mein Inventar ist ran voll. Da oben sehe ich noch einen Goldblock in der Festung. Wheat traden, normal. Potatoes traden. Ach, die kann. Wir haben mittlerweile begrüßt wie alle Dings, Leute. Kriege ich auch was zum Freien? Ich muss gerade mein neues Equipment erstmal farmen. Ich habe gar nichts gerade mehr. Das, was ich an mir trage, ist so mein Equipment, was ich gerade besitze. Ah, okay. Ich habe noch ein enchantetes Eisenschwert und das war's an Sachen, die ich besitze. Ich sag nur so, CO2, wenn ich hätte auch alles verloren. Ich habe all mein gutes Zeug mit. Ja, wer packt aber auch Rain Mining auf Shift? Der Plugin-Ersteller. Der sneakt. Nee, der sneakt nicht beim Bauen. Aber du hast erstaunlich lange in der Lava eigentlich überlebt. Ja, ich hab die ganze Zeit. Ich hab noch einen Goldapfel gegen gefuttert und alles. Wo wolltest du denn hinschwimmen? Ich wollte nach oben, aber ich hab das Problem, ich bin an einer Stelle reingefallen.
wo die Nether, wo der, das Netherrack über den Lava senkt und einfach nur hängt. Da sind keine Blöcke drunter. Das bedeutet, ich konnte mich nirgendwo dran fest hochbauen. Und weil ich keine nicht gravitationseffekteten Blöcke im Inventar hatte, konnte ich auch nicht von unten mit der Treppe gegenbauen. Wow. Also am besten hat's natürlich wieder Ike mit seinem Dusel. Mit meinem was? Mit deinem Dusel. Mit der Festung. Ach so, ja. Meine Güte. Ich hab ja aber gerade auch zu kämpfen. Bist du jetzt auch schon in der Minecraft-Strecke, Justin? Nein, ich bin jetzt gerade. Ich pflanze gerade das Kartoffelfeld neu an. Warum? Weil ich dir dann gleich alles drüben zeigen wollte. Ja, ich bin sofort unterwegs. Ich pflanze gerade die letzte also, Reihe. Also, kurze Frage. Wie würdet ihr es machen? Gar nicht. Wenn auf ja, toll. Ja, deine Meinung kenne ich. Du würdest warten, bis du alle Verzauberungen hast und dann upgraden. Aber mir fehlt halt Mending und ich würde mein Schwert upgraden. Eine dumme kurze Frage an Justin. Verbrennt Netherite in Lava? Nein. Ich würd jetzt schon upgraden dann an deiner Stelle. Die Rüstung auf alle Fälle nicht. Die Schwerter auch nicht. Die bleiben auf der. Die bleiben auf der Lava-Oberfläche liegen. Ja, aber ich kann danach noch einfach ganz normal mit dem Amboss Verzauberung drauf tun. Ja. Sicher? Zu 90%. Ich bin mir auch da. Also ich hab's getestet im Singleplayer. Du kannst, wenn du das zu Netherite gemacht hast, noch verzaubern. Ja, verzaubern. Nehmen wir zum Beispiel an, ich habe jetzt ein Mending Buch und ich will das dann. Das kannst du draufknallen. Das kann ich draufknallen, okay. Natürlich. Ja, weil mir war irgendwas von dir gemeint, weil du auch immer. Weil ich das so gehört hatte, dass man das dann nicht mehr verzaubern kann. Aber Justin hat mich eines Besseren belehrt. Und dann habe ich das getestet und du kannst dann wirklich noch verzaubern. War meine Meinung auch so, aber ich fahre mir jetzt nicht mehr zu. Und unter Verzaubern zählt nicht nur Enchantment Table, sondern auch Bücher. Ich sitze in der Meinschacht. Spreche da. Du solltest ja bald drüben ankommen. Da ist ein Elevator, mit dem du hochkommst. Ich bin in der Kurve jetzt gerade. Ich weiß ja nicht, wie lange das kommen mehrere Kurven. In der ersten. Kommen noch, glaube ich, zwei oder so. Das ist das Schöne, nämlich die Rüstung bleibt auf der Lava liegen oder hüpft an den nächsten Ufer. Ah, hier war ich schon, also muss ich da rüber, oder, gut. Ich bin echt. Und das ist, dann verlierst du das nicht, dann musst du es nur innerhalb von 5 Minuten wiederfinden. Na gut, ich hab's jetzt einfach erstmal gemacht. Na, zweite Kurve. Okay, dann hier oben war ich ja schon, gut, dann hab ich... Warum habt ihr so Zickzack gebaut eigentlich? Weil, jemand dummerweise, ich nenne keinen Namen, aber es war nicht ich, und Ike hat gebaut, aber jemand hat die falschen Koordinaten durchgegeben. Nein, ich hatte also ich gebe ruhig zu, dass ich die falsch gerundet habe, aber ich habe nachher geschaut, es wäre genau die Ecke vom Village. Also wir wären noch drin. Du hast einfach 100 Koordinaten zu wenig durchgegeben. Ist ja, aber ja, wir haben es ja nachher umzäunt. Also ich stand noch auf der Ecke dann vom Village. Bin da. Ist nein, ja nicht schlimm. Die Kiste da oben, die gerade offen ist, ist für die untere ist einfach Baumaterialien. Die obere ist für Sachen, die übrig bleiben beim Train, dass man die für den nächsten, der kommt, einfach hier reinlegen kann. Ah, okay. Leute, die schon komplett ausgelevelt sind, sind außen verteilt. Ja. Die noch nicht fertig gemaxt sind, sind innen. Können wir schlafen? Ihr habt ja dort genug Betten. Danke. Kann Justin noch traden. Ich bin ja eingeschlafen, dort geschlafen. So. Und wo haben wir denn eigentlich den Farmer?
Farmer sind hier vorne zwei. Ah, okay. Wir brauchen zwei, weil sie ansonsten nicht alles traden. Der tradet keine Kartoffeln. Ich kann den anderen. Oder er ist gerade blockiert. Beide? Hä? Ich bin so blind oder so. Nur einer von beiden tradet Kartoffeln, ganz oben. Aber keine gebackenen. Nee, der hier. Der? Das da rechts ist ein Fischer. Hatte auch einen Hut. Ja, hatte ja auch einen. Hatte auch einen Hut auf. Habe ich gar nicht jetzt überhaupt. Ich lesen, steht, was der macht. Also, was da für ein Trader ist. Was? Lesen, was oben in der Mitte für ein Trader steht. Also, du, wenn du mit dem handelst. Wäre sinnvoll. Jetzt hat er das Gesperr, was für ihn. Bei Melonen werden hier ja auch getradet, sehe ich gerade. Aber nur als ganzer Block dafür ist meiner Meinung nach eine Silk Touch Pickkörner erforderlich. Oder deine Silk Touch Axt. Da käme sie zum Einsatz. Nee, ich habe sie ja nicht gemacht. Beziehungsweise ich hätte sie jetzt oder so nicht mehr. Ja, gut. Ach, war es eine Verzauberung? Ich dachte, du kannst die traden. Nee, war eine Verzauberung. Aber stimmt, so eine Dia-Rüstung ist echt gut hier eigentlich. Besonders aber da erstmal an diesen Smaragden zu kommen, ist etwas umständlich. Naja, gut, das schafft man relativ schnell. Aber ja. Ich sag mal so, die Trading vom Waffenschmied, so eine Akt Effizienz 2, Haltbarkeit 2 und Behutsamkeit ist auch gut. Stimmt, die kommt. Naja. Kann ich kurz an den? Ich möchte kurz was gucken. Nee, das Schwert lohnt sich für mich nicht. Nein. Also das Schwert? Das hat glaube ich nur Schadens 1, oder? Nee, Knockback. Ja, noch besser. Ja, und es ist ein 20er-Schwert mit Knockback, aber ich habe ein Unbreaking 3, Knockback 2 und Looting 3 Schwert gerade. Ich bin zwar auch Sharpness drauf, aber da das habe ich. Wichser. Ja, aber kauf dir doch einfach das Sharpness-Buch schnell. Dann hast du schon ein halbes OP-Schwert. Ich habe nicht genug Emeralds mehr. Also. Yeah! Ziel erreicht! Ich habe mit 73 Emeralds habe ich mir 3 Rüstungsteile ertraden können, ungefähr. Also ich habe Helm, Brust und Hose jetzt. Diamant direkt wieder. Ich muss mal. Ich hab mein Ziel erreicht. Ghost ist platt. Ich hab 60 von dem Holz, da geht noch was. Darko? Ich fahr mal wieder rüber. Habt ihr jetzt auch einfach so? Jo, Kartoffeln. Ah. Ja, Kartoffeln habe ich auch vorhin gefahren. Dorthin ge. Oh, ich muss da noch den Weg aus dem Nether finden. Ich fahr jetzt eben wieder nach Hause, ich hab grad ne Idee. Ich könnte mir schon mal den Helm holen. Theoretisch. Nee, der ist voll. Einfach kurz warten. Später Feuerzeug? Zu nee, schade. Die entsperren sich nicht unbedingt schnell. Ich hab einen kompletten Minecraft-Tag drauf gewartet, einmal, dass sich der Fletcher entsperrt. Ja, nee, einmal der Farmer. Ja, ich einmal pro Tag entsperren sie sich immer am nächsten Tag neu. Aber öfters, manchmal auch öfters. Also sie können sich bis zu zweimal pro Tag entsperren. War das nicht rein? Gesundheit. Aber ich hab einen Frosch im Hals. War das nicht dreimal? Ich hab in der Wiki nachgelesen. Okay. Ich war nämlich bei 3, aber 53, wenn das nicht stimmt. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ich hab während wir gebaut haben in der deutschen Wiki nachgelesen und ich hab nach der Aufnahme und nachdem wir offline gegangen bin, nochmal in der englischen 64, Wiki nachgecheckt, genau. Da steht up to 2 times. Sind das okay. Eigentlich unterschiedliche sag mal schnell. Da in die Richtung muss ich. Unterschiedliche Dörfer?
Danke, jetzt hab ich's. Ja. Hä, ja. Wenn die Minecart-Strecke in verschiedenste Richtungen geht? Ja, nach so vielen Runden und so weiß ich ja auch nicht mal, wo es lang geht. Wir sind erkunden gegangen und haben das auf dem Rückweg halt gefunden gehabt. So. Darko, werd bloß nicht langsamer, ich verfolg dich. Da drückst du auch noch weh während des Fahrens. Ja, natürlich. Oh, ja. Muss ich auch noch weh drücken. Ich wollte hier entspannen und was trinken. Du weißt schon, dass das nichts bringt. Weh doch. Nein, ich werde regelmäßig Power Wells kommen. Das meine ich aber auch, wenn regelmäßigen Abständen Power Wells kommt, bringt das nichts. Das ist genauso wie wenn du im Bordsteuerung drückst. Bringt auch nichts. Ja, du schießt mich jetzt ab. Oh. Ah, ich hab die Pfeile aufgesammelt. Ja, ich darf nicht. Ich kann dich damit nicht hitten, weil CO2 habe ich auch schon fast gewonnen. Du hast mich ja, stimmt, fast gewonnen. Du hast mich auch gekillt damit. Mit 27 Leveln im Schlepptau. Ja. Darum schieße ich auch nicht mehr auf Leute in Minecraft. Sagte er und wünscht sich, dass er Justin getroffen hätte. Ja, genau. Autsch. Wow. Das war ein Satz mit X gerade. Irgendwer hat da immer noch Goldschuhe an. Ich, weil ich später wieder in den Nether gehe. Ja, ja, stimmt, du brauchst ein Zeug. Okay, ich weiß nicht. Nee, das ist das liegt in der Lava. Ja, gut. Wie kann ich den Wald hier vor deinem Haus komplett abholzen, Justin? Natürlich. Ohne ihn nachzupflanzen? Mit nachpflanzen. Nein, kannst du ruhig wegmachen. Ach scheiße, da oben ist ein Gast. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich werde schon ein bisschen nachpflanzen davon. Justin, leg das wieder rein. Ja, alles bitte. Warum? Ja, weil ich dazu gerade Bücher machen will. Ich wollte die zum Papier craften. Ich bin auch eher für Papier, dass wir den zweiten Librarian endlich mal hochkriegen. Ich darf es aber nicht, da ist ein Darko dagegen. Wofür willst du Bücher, Darko? Wir haben noch über einen Stack Bücher im Enchanter. Das war nur ein Vorwand. Ich würde, wenn ich könnte und stärker wäre, jetzt den Darko einmal. Jetzt hör auf, deine Bäume hinzupflanzen! Furchtbar! Pfui! Das ist kein Grund, zu dem man Pfui sagen kann. Ich will darauf, dass du offline gehst und dann hast du nämlich diese riesigen Fichtenbäume komplett um dein Haus einmal rum. Jetzt hör auf damit! Komplett meine ich wirklich, dass nur noch der ein einmal zwei großer Gang einmal vor deiner Haustür ist, um rauszukommen. Ey, wenn du so weitermachst, nehme ich mir bald deinen Lava-Eimer. Zicken-Terror! Warum Zicken ist ein feminines Substantiv? Ihr benehmt euch gerade wie Weiber. Die rumzicken. Das ist meine Schokolade! Nee, das ist meine Schokolade! Allein so. Dein Statement mit der Schokolade stimmt doch allein gar nicht. Auch ich esse gerne Schokolade. Naja, deswegen Zickenterror. Hä, wieso? Ich hab mich ja wegen dem Zickenterror rausgehalten. Da bin ich ja nicht dran beteiligt. Ihr zickt alle rum. Ich warte eigentlich nur noch auf den Moment, wo Ike los schreit, dass er ein Lava ist. Nee, ich bin schon fast am Portal. Wenn sie jetzt mich weiter so mobbt, dann nehme ich den Lava-Eimer und stell den im Haus auf. Das bringt was, Feiertickets aus. Da müsste der erstmal an eine Quelle kommen, bis er das wegmachen kann. Habe ich immer einen Wassereimer im Inventar. Minus 1100, das ist weiter in die Richtung. Kannst du nicht einfach den Wassereimer mal weglassen?
Ich habe gehofft, du hast... gegenüber deines Sees. Gegenüber deines Sees allein. Gegenüber. Gegenüber hat er gesagt. Ich habe gegenüber. Kann ich da den Sand klauen? Nein, du kannst aber im See den Sand klauen, weil der See muss noch tiefer gelegt werden. Weil ich den See dort wunderhübsch bauen möchte. Damit Dago, sieht da wie eine Unterwassergrube aus. Damit Dago und Justin sich irgendwann dort vereinen können, im Sonnenlicht. Jetzt fehlt nur noch dieser, wie hieß das, diese Heirats-Plugin oder war das, was war das? Hochzeits-Plugin, wo man auch knutschen kann, ja. Möchtest du das haben? Nein. Also, ich trau dich und Dago gerne, also. Hilf mir, Dago, hilf mir. Und also, Ike soll es erstmal versuchen, uns zu trauen. Dann klatsche ich Justin Liebert 100 Mal weg, bevor der das mich. Das Lustige kommt. Ist, Justin muss dir nur eine Anfrage machen. Und wenn du einmal falsch beantwortest, dann seid ihr verheiratet. Da wäre nur die Frage, wer ist die Frau? Ich nicht. Okay, ich entscheide, Dago ist die Frau. Weil er so schnell geantwortet hat, ich nicht. Ich bin für beide. Nein. Nein. Ja, wobei eine lesbische Ehe. Ja, warum nicht? Sag mal, wieso baue ich mich immer höher, wenn ich runter muss? Weil du dumm bist. Als schlau. So, Höhe 68. Wer will denn jetzt schlafen? Ich bin nur auf dem Minecart, ich kann nicht. Ich bin in Nessa, ich kann nicht. Okay, für CO2 schlafe ich, aber für Dago nicht. Soll das jetzt eine Drohung sein, CO2? Was soll der Baum von meiner Haustür? Das ist... Der setzt weg? Nee. Hä? Ich hab... Ach, da ist es. Ich wollte schon sagen. Ey, wenn ich gleich einen Wald sehe, wenn ich wiederkomme... dann... Hat jemand Töpplings? Du hast doch die ganzen Fichtensetzlinge. Oh. Ich geh hier hinten meine... So. Aus. Alter. So, der Ei kommt jetzt zurück. Jetzt wird geheiratet. Dago, kann ich mir gleich mal ein Schwert ausleihen und deine Rüstung? Mich verprügelt hier jemand. Hm? Hallo, du killst mich gleich noch. Ein Schlag und ich bin tot. Oh. Was für ein Schlag? Ich hinterfrag's mal lieber nicht, was ihr da der macht. Der kippt ja grad wirklich, ich hab zwei Herzen noch! Vor allem wo? Ich seh euch nicht einmal. Ja. Hä, wo seid ihr denn? Hinter deinem Haus. Ach, hinter meinem Haus! Bitte keine Blutflecken im See. Nein, Ike, da achte ich drauf, okay? Solange ich das darf, achte ich drauf. CO2? Ja, wo der bist du? Ich bin nicht da. Nein, aber der Librarian hat sich geupgradet zu 5 Inksacks für ein Emerald und ein Emerald für 4 Glas. Das dort sich zu verstecken bringt dir auch nichts. Doch, weil ich da weg bin jetzt. Was veranstaltet ihr da eigentlich? Frag nicht. Der CO2 mobbt mich, also bin ich auf Aggro gerade. Du wirst doch von jedem gemobbt. Ich kann auch gerne TNT craften und das in dein Haus stellen. So, eine ganz andere Frage. Hat eigentlich jemand Blaze Rods oder sowas gefunden? Nein. Ne. Shit. Und ich hab ihn auch Blaze! Hey, Ike, hattest du nicht eine Festung? Das war eine neue Festung. Also. Wo du Netherite-Gedöns findest. Ich habe auf jeden Fall einen neuen Spawner, den werde ich in die Mob-Farm mit einbauen. Quarzblöcke habe ich 2 Stacks. Normales Quarz habe ich, Knochenblöcke.
Magma Creams habe ich. Ich bin nicht weit gefahren. Ich bin kurz. Ich hab's gerade gemerkt, Das. CO2, ich warte in deinem Haus. Warum macht ihr das bitte gerade? CO2 kannst du dir gerne erklären. Ich wollte Sand sammeln hinter Ike seinem Haus. Ja, aber Justin. Die Vorgeschichte davon. Ja, aber nur weil er ein paar Bäume gesetzt hat. Der hat von meiner Haus wieder einen Baumsetzling gesetzt. Anerkenne ich als Krieg. Also der Kriegserklärung mit ihm. Sag doch nur so, Justin, warum lässt du dich darauf ein? Du verlierst den Krieg langfristig eh. Weil CO2 kann das Hundertfache von dir gut bekämpfen. Oh mein Gott. Ach, Folge kann ich jetzt trotzdem, ich fühle mich davon gemobbt.